Guten Morgen, schau, bekannte Gesichter. Sehr geehrter Herr Kardinal, als stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates begrüße ich Sie im Namen unserer Gemeinde mit einem herzlichen Grüß Gott bei uns in der Pfarre Gersthof St. Leopold. Danke für Ihr Kommen. Danke auch. Morgen. Unser Herr und Erlöser hat die Kirche der Leitung des heiligen Petrus anvertraut, als er ihm die Schlüssel des Himmelreichs übergeben hat. Die Übergabe des Kirchenschlüssels an den künftigen Pfarrer möge ein Zeichen sein, dass er im Auftrag der Nachfolger der Apostel die Leitung dieser Pfarre übernehmen wird. Lieber Arkadius, tritt nun ein durch das Tor deiner Pfarrkirche. Unser Herr Jesus Christus ist selber die Tür zum ewigen Leben. Er hat dich zum Dienst in dieser Pfarrgemeinde gerufen. Mit den dir anvertrauten Menschen mögest du durch ihn, der das Tor ist, die Tür zum Leben, mögest du durch ihn zum ewigen Leben gelangen. Sie meint die Kirche ein. Ernennungsdekret von Christoph Kardinal Schönborn, Erzbischof von Wien, an Herrn Dr. Arkadius Zagreta, Dechant, Pfarrmoderator und Superior. Lieber Mitbruder, mit Wirksamkeit vom 1. September 2020 ernenne ich dich zusätzlich zu deiner Tätigkeit als Pfarrmoderator der Pfarren Pötzleinsdorf, St. Severin und Weinhaus, Wien 18, sowie als Dechant des Stadtdekanats 18 zum Pfarrer der Pfarre Gersthof, Wien 18. Mit dem Amt des Pfarrers verleihe ich dir die Zeichnungs-, Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis für die Pfründe der Pfarre. Vielen herzlichen Dank für deinen bisherigen Dienst und Gottes Segen für deine weitere seelsorgliche Tätigkeit. Wien, am 4. Mai 2020, Christoph Kardinal Schönborn. Liebe Pfarrgemeinde, die Kirche ist eine Gemeinschaft, verbunden durch das, was wir von Christus alle bekommen haben, die Würde der Getauften, das sogenannte gemeinsame Priestertum aller Getauften. Alle sind wir in Christus berufen, Priester, Prophet und König zu sein. Einen besonderen Dienst hat Christus eingesetzt, indem er Einzelnen die Aufgabe, den Auftrag des Hirtendienstes übertragen hat. Das gemeinsame Priestertum aller Getauften und das Dienstpriestertum der dazu Geweihten sind eng miteinander verbunden und gehören zueinander. Wenn du, lieber Arkadius, jetzt das Amt des Pfarrers der Pfarre Gersthof übernimmst, dann übernimmst du einen Dienst, den du nur gemeinsam mit allen ausüben kannst. Dazu bist du auch geweiht. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche mit den leider immer noch notwendigen Abstandsregeln, lieber Altpfarrer Norbert, lieber Pfarrer Arcadius, liebe große Minischar, berühmt in der Diözese, ich erinnere mich noch an die Mini-Times, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, die Zeitschrift, die in Gersthof herausgegeben worden ist, die ich immer mit Interesse gelesen habe. Liebe Schwestern und Brüder, ich hätte mir kein besseres Evangelium wünschen können für diesen Gottesdienst, als das Kapitel 18 aus dem Matthäusevangelium. Denn man nennt dieses Kapitel die Gemeindeordnung. Jesus gibt ganz praktische Anweisungen, wie eine christliche Gemeinde funktionieren soll. Denn wir haben es am vorletzten Sonntag gehört, als Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus. Der Fels. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Es ist nicht unsere Kirche, es ist seine. Und wir dürfen mit ihm Kirche sein. Und deshalb, Brüder und Schwestern, bin ich voller Hoffnung. Gebe der Herr, dass die Gemeinde Gersthof weiterhin ein Ort ist, wo Menschen, wenn sie hereinkommen, sagen, ja, bei euch ist Gott spürbar. Amen. Der Gemeinde, die deiner Fürsorge anvertraut ist, sollst du das Versprechen, das du bei deiner Weihe gegeben hast, jetzt erneuern. Bist du bereit, deine Aufgabe als zuverlässiger Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Bist du bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Bist du bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lob Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Bist du bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die dir anvertraute Gemeinde zu erflehen? Bist du bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Bist du bereit, dich Christus, dem Hohen Priester, der sich um unseretwillen dem Vater dargebracht hat, täglich enger verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Erneuerst du dein Versprechen, mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam zu erweisen? Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir, Arcadius, begonnen hat. Lieber Pater Arcadius, hiermit betraue ich dich mit der Leitung dieser Pfarrgemeinde
Von nun an hast du das Amt des Pfarrers von Gersthof mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten inne. In deinem Dienst stelle ich dir die Pfarrvikare Pavel Malek und Marcin Nowotarski, die Kapläne Majcin Thomas Czepielik und Marek Laschik, den Diakon Anton Hecht und den Diakon Uwe Eglau, die Pastoralassistentin Gerda Winner, wo ist sie? Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Seelsorge zur Seite. Mögen sie dir zusammen mit dem Pfarrgemeinderat, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Pfarre, gute Ratgeber und Helfer in der gemeinsamen Verantwortung werden. Euch, liebe Schwestern und Brüder, die hier versammelte Pfarrgemeinde, bitte ich, für euren neuen Pfarrer zu beten und in ehrlichem und offenem geschwisterlichem Miteinander das Leben dieser Gemeinde gemeinsam mit dem Pfarrer so zu gestalten, dass diese Pfarrgemeinde Sakrament, das heißt Zeichen der Zuneigung Gottes für alle hier lebenden Menschen sei. Lieber Mitbruder, dieser ist der Ort, von dem aus du die Liturgie der Kirche leiten wirst. Bedenke allezeit, in welchem Dienst du stehst. Ich bitte jetzt den stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, stellvertretend für alle, euren Pfarrer willkommen zu heißen. Sehr geehrter Pfarrer Zagreta, lieber Pater Arkadiusz, neben der sicher sehr herausfordernden Arbeit, vier Pfarren unseres Dekanats zu einer Pfarre mit Teilgemeinden zu vereinen, haben Sie dem Wunsch unseres Kardinals entsprochen, zusätzlich das Amt des Pfarrers von Gersthof St. Leopold zu übernehmen. Wir danken Ihnen dafür und bewundern Ihren Arbeitseifer. Gerne werden wir Sie bei den vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in unserer Gemeinde in Ihrem Tun unterstützen. Einen besonderen Dank möchte ich dahingehend aussprechen, dass Sie bereits vor einigen Wochen entschieden haben, Ihren künftigen Wohnsitz nach Gersthof zu verlegen. Nach Renovierung der Wohnung im ersten Stock unseres Pfarrhauses werden Sie hier einziehen. Sie kommen damit dem dringenden Wunsch der Gemeinde entgegen, Ihren Pfarrer und Seelsorger vor Ort zu haben. Vielen herzlichen Dank. Dank aber auch an Sie, sehr geehrter Herr Kardinal Schönborn, für die Mitte März dieses Jahres gegebene Zusicherung der weiteren Eigenständigkeit der Pfarre Gersthof. Sie haben damit dem Wunsch von 88% der Teilnehmer an einer entsprechenden Befragung erfüllt. Schmerzvoll empfinden wir allerdings, dass diese Ihre Entscheidung von den Nachbarpfarrern, insbesondere der am Pfarrgemeinderäten, immer wieder durch einzelne Bemerkungen in Artikeln Ihrer Pfarrpublikationen in Frage gestellt wird. Zuletzt, und das hat mich wirklich schwer getroffen, ist im Pötzleinsdorfer Pfarrblatt die Quelle sogar von einem Ablaufdatum der Eigenständigkeit unserer Gemeinde zu lesen. Ein klärendes Wort Ihrerseits an die Pfarrgemeinderäte wäre vermutlich sehr hilfreich und würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Dankbar sind wir auch, dass unser beliebter und geschätzter, Altpfarrer Norbert von Pater Arkadiusz weiterhin eingeladen ist, Messen in Gersthof mit uns zu feiern und uns durch das Jahr zu begleiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gemeinde. Dankeschön.